Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. Dann wollen wir mal ran an die Aufgaben für diese Folge. Was ich gucken wollte, ich hatte letzte Folge irgendwie überlegt, irgendwas muss. Achso, genau, da war das hier mit diesem Handel. Handel. Handelsposten, da muss ich noch mal drauf. Da habe ich die Möglichkeit, Dinge einzustellen. So, die wollen 230 Einheiten Eisenerz. Finde ich nicht wenig. Und ich über dieses Eisenproblem. Ich brauche aber den Zugang zu gewissen Bereichen. Die wollen auch, also schwerpunktmäßig brauchen die hier Eisen in jeglicher Form und dann andere Dinge auch noch. Ich starte das mal. Und dann schauen wir mal, ob wir das irgendwie gebacken bekommen, mit dieser zusätzlichen Belastung da fertig zu werden. Personal ist auf dem Weg. Das ist schon mal cool. Das ist ein Handelsträger. Da müsste ich mal eben ins Gildehaus. Gildehaus. Ausbildung. Bearbeitung. Da. Ausrüstung und Ausbildung. Gildehaus. Zack. Der ist das Gildehaus. Da haben wir so einen Handelsträger. Der braucht Rucksäcke. Da habe ich 3 Stück von. Dann machen wir erstmal 3 Rucksäcke. Moment mal, die. Schneiderei sollte doch hier irgendwo in der Gegend sein. Die ist noch damit beschäftigt, leichte Rüstungen herzustellen. Das ist schön. Nächster Auftrag werden dann Rucksäcke sein. So. Da ist es wieder das So. Also, okay. Ja, Holzversorgung ist auf jeden Fall gesichert. Das sieht ganz gut aus. Das sieht so, dass ich auch das einigermaßen im Griff. Das sieht gut aus. Waffenschmiedeherstellung ist bei das Material. Geht schon wieder los. Also hier fehlt jetzt Kohle. Moment. Stein, Eisenerz, nicht mehr ganz so viel. Eisenerz auch nicht mehr ganz so viel. Ach nee, Silbertag. Oh, Entschuldigung. Das war jetzt hier Unsinn. So, da haben wir die Schmelzhütte. Da wird schon eifrig. Ne, da wird noch gar nichts geschmolzen. Und, ja, hier ist auch noch alles tot. Ja, hier wird Kohle abgebaut. Immerhin, das ist auch schon zugange. Habe ich noch entsprechendes Werkzeug? Hallo? Schaufel, Axt, nein, Spitzhacke, das sind doch 6. Reicht noch für 2. Könnte mich steinigen, ich kann es mir nicht merken. Ausrüstung, Moment, das Augenblick. Ich glaube, Wohnhaus. Ah, das Wohnhaus ist auch schon fertig. Cool. Cool, gefällt mir sehr. So, Waffenschmiede, Werkzeugschmiede, die brauche ich. Der ist mit seiner Produktion noch mittendrin. Spitzhacken. Achso, nochmal 6. So, ja, Kohle. Kohle. Ist mir wichtig. Eisenerz, Stein, Eisenerz, Stein. Da ist ein bisschen Kohle, ein so ein Brocken. Da gibt es sogar ein bisschen Silbererz, okay. Hier ist Kohle, Kalkstein, da ist Kohle, hier ist Kohle. Kupfer. Ich muss jetzt alles an Ressourcen irgendwie mir greifen, was ich kriegen kann. Kohle.
Moment, ich sehe jetzt hier mal die Grenzen. Oh, Moment mal. Upsi. Das ist mir ja komplett durchgegangen. Da haben wir ja noch Möglichkeiten. Ein Wachturm. Noch ein Wachturm. Oh, 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 oh. Krieg ich noch einen dritten hier hin? Okay, so. Ja, mal gucken. Die kriege ich verbunden. Was schon mal gut ist. Und dann müsste ich irgendwie da so dran kommen. So, auf jeden Fall die, wenn ich die irgendwie hinbekomme. Ich brauche Massen an Eisenlanzen und Kettenrüstungen. Soldaten, nee. Geschickter Waldläufer wäre schön. Aber ich fürchte, ich muss mit diesen hier vorlieb nehmen. Allerdings nicht da, sondern hier. Das heißt also, die Kollegen, die gehen leider nicht. Und das Ganze dann hier nochmal. Ich weiß auch nicht, ob das, was ich jetzt hier mache, gerade richtig ist. Deswegen mache ich hier erstmal so eine kleine Zwischenspeicherung. Denn ich muss möglichst schnell mit diesen Schemen hier fertig werden. Das sind wenigstens drei. Da sieht man sie in ihrer ganzen Pracht und Herrlichkeit. Scheinen auch erst einmal nur diese drei zu sein. Aber das Hauptangriffsziel sind die Schemen. Das können wir nicht attackieren. Das verschwindet erst, wenn alle Schemen weg sind. Das wird nicht einfach, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Die sehen so knuffig aus, die Herrschaften da. Mit ihren Lanternchen. Ja, das könnte unter Umständen ein bisschen heftig werden. Gut, dass ich das jetzt noch gesehen habe. So, es ist natürlich die Frage. Ich brauche jetzt meine UI wieder, sonst sehe ich nichts. Fackeln. Habe ich auch nur ansatzweise genügend Fackeln? Nee, ich habe nicht eine einzige Fackel. Ich bin so ein Held. Verarbeitung? Nein. Ausbildung, Kunstschmiede, Rüstungsschmiede, Waffenschmiede, Holzwerkstatt. Holzwerkstatt. Du lässt das zwar mal mit den Dingern sein und jetzt werden hier Fackeln produziert und zwar bis zum Abwinken. Das wird immer so 30 Stück. Dann, Garnison, achso, ne, die erstmal nicht. Einen offenen Blick, Abenteuer, die leichte Rüstung. Ich setze das Ding erstmal, das Ding, ich setze die erstmal auf 20. Ja, erstmal egal, wie viel jetzt davon realisiert werden können, aber die müssten erstmal vorhanden sein, diese Leutchen. Und was wollte ich noch? Schneiderei, 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 Schneiderei. Wo bist du? Schneiderei, du bist hier in der Nähe. Ich weiß es genau. Bilderhaus. Und hier war irgendwo die Schneiderei. Proviantmacher. Bäckerei. Verdammt. Steinmetz. Ich sehe sie nicht. Schneiderei. Bäckerei. Ach da.
Die sagt schon mir schon wieder, sie hat nichts zu tun. Ran an den Speck. So. Wegreißig. Das ist nicht so ohne. Das ist nicht so ohne. So, hier wird jetzt eifrig Silbererz abgebaut. Hier werden in der Waffenschmiede. Ach so. Ja, ich bin natürlich wieder der Obermacker hier, ne? Ganz, ganz klar. Mach erstmal so 20. Ganz nebenbei, wo sind die denn jetzt gelandet? Habe ich überhaupt schon welche? 2. Wow. Nicht so viel. Okay. Da ist auch nichts Schlimmes passiert. Echt. So. Da brauche ich auf jeden Fall ein paar Männiges mehr. Heißt natürlich weitere Lanzen. Und da ist er noch dabei. Cool. Weitere Lanzen. Ja, erstmal die. So. Ah ja. Okay, die entsprechenden Ressourcen sind auf dem Weg. Das ist schön. Das ist erfreulich. Okay. Oha. Achso, das sind die anderen. Okay, da wird eifrig gebaut. Ich kann den Pinol sogar hier lassen, so wie die Kohle hier verteilt ist. Passt das ganz gut. Da muss ich erstmal nichts verändern. Jo, Mann. Ja, geht ein bisschen sehr schleppend voran, passt aber zu der Woche. Die Woche des müden Mr. Nandos. Vielleicht müde ist gar nicht mal der richtige Ausdruck. Irgendwie so verplant, so neben der Spur. Nicht so richtig konzentriert, das ist es eigentlich. Okay. Ausrüstung. Moment. Militärakademie. Nee, suche ich gar nicht. Auch ausnahmsweise mal auch mal nicht die Abenteuergilde. Das ist dann der Bereich. Militärcamp. Genau. Dann fühle ich einmal hier hin. Habe ich da Leute irgendwie rumsitzen? 2 Waldläufer, die nichts zu tun haben im Augenblick. Stürmt gerade in die Bude. Achso, Moment. Augenblick. Das sind meine Waldläufer. Und die sollen erstmal noch schön hier bleiben. Denn der Bereich ist noch nicht fertig. Augenblick. Da würde ich erstmal gar nicht so großartig viel machen wollen. Da ist der Zimmerer unterwegs, okay. So, das wird unter Umständen heftig. Na, ich mache mal vorsichtig auf einen neuen Spielstand. Nein. Wir machen natürlich noch weiter. Ein paar Minütchen habe ich noch. So. Also, hier sind jetzt 4 Waldläufer, die irgendwie nichts zu tun haben.
War aber noch ein weiteres Militärcamp. Da kann ich jetzt mit der Tab-Taste hin spazieren. Und da habe ich 4 Soldaten und 13 Waldläufer, immerhin. Okay. Cool. Das erfreut mich. Maskierter Dieb. Achso, ja. Was ist hier? Was? Ein Maskierter wurde enttarnt. Okay. Hier gibt es dann auch noch jede Menge Diebe. So, das ist soweit. Okay, ich brauche... Ah ja, die sind unterwegs. Oder zumindest sie sind geordert. Die sind geordert und ob die unterwegs sind, ist die andere Frage. Da kommen 3, glaube ich, angerannt von den Kollegen. Ich bin kein Flachs, nein. Genau. Da fehlen aber noch 7. So viel rechnen kann ich. Da kommt noch einer. Oder sogar 2. Jo. Nee, das andere ist eine Veteranenwache. Dann fehlen immer noch 6. Genau. 3 sind da. Das müsste Nummer 4 sein. Ja, genau. Jetzt fehlen noch 6. Okay. Da kommen sie an. Sehr cool. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. Das ist die Schneiderei. Ist immer noch mit der leichten Rüstung beschäftigt. Das ist cool. Nein, das bin ich vollkommen falsch. Statt. Ich weiß, ich mache mich lächerlich. Ich kann es mir aus irgendwelchen Gründen einfach nicht merken. So. 18 Fackeln sind immer noch in Arbeit. Das ist auch in Ordnung. Da wurde ein Dieb enttarnt. Da kommen jede Menge Diebe. Jetzt aus diesem Gebiet. Geht aber nicht. Das geht aber gar nicht. Das wurde gestohlen. Auch das noch. Die stehen mir hier die Steine, die ich nicht mehr brauche. Oder nee, doch, der braucht die noch. Der braucht die noch. Das stimmt. Was ist hier los? Stärkungsmahlzeit. Das kann aber nur ein wenig dauern. So, 10 von 10. 9 von 10 aus Gründen. Wieso ist mir einer weniger? Folgendes. Eifriges Speichern, was sagt die Uhr? Eifriges Speichern, Spiel speichern. Und ja, nee, da mache ich anders aus Müll und Bichmüller. Mich ja sonst nur rausbringen. Ich mach mal nur viel Zeitkosten. Ich warte da auf die andere Folge. Oh, hier wird schon eifrig wieder gekämpft. Ah, Diebe, die man enttarnt hat und so. Okay. Wenigstens etwas. Ja, etwas wurde gestohlen. Da sind... Huch. Die sind die Bösen hier. Die haben sich da an meinen Sachen bereichert. Ja, gut zu wissen, dass da auch Diebe existieren. Das ist jetzt aber erstmal noch eine Baustelle für... Später, ich habe jetzt erstmal andere Probleme. Das ist schon mal amtlich. So, okay. Ich würde sagen, diese anderen Probleme, die vertagen wir auf die nächste Folge. Ich gehe mal so ein bisschen hier ins Dörfchen wieder rein. Die vertagen wir auf die nächste Folge, damit wir uns da in aller Ruhe drum kümmern können. Bis dahin wünsche ich euch immer alles, alles Gute. Danke für euer Dabeisein. Danke für dein Dabeisein.
für die geballte Unterstützung, die ich hier erfahre. Vielen, vielen lieben Dank. Wir sehen uns dann hoffentlich, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute, genießt die Zeit.